Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute auf Icon 5 Busfahrt Vlog. Bus riecht nach Icon 5 Runde 2 Vlog Nummer 3. Ich bin jetzt gerade live, wenn ihr das Video auch auf YouTube seht. Ich versuche das direkt für euch online zu bringen. Kommt vorbei, weil heute im Livestream checken wir Icon 5 Rap-Larue ab. Losen die Win-Challenge aus, fangen eine Win-Challenge an, hören uns die neuen Deutschrap-Songs um 0 Uhr an und danach machen wir weiter mit der Win-Challenge. Der Stream heute Donnerstag geht bis in den Morgen, glaube ich. Deswegen kommt jetzt vorbei. Erster Link Twitch x Mehmet 1212. Ich bin jetzt live, wenn ihr das YouTube-Video seht. So, let's go. Es gibt kein Zurück mehr. Der Stream heute wird auseinandergenommen. Gebe dem Mike den Emre. Wir haben uns heute alle hier getroffen, damit wir uns lieben. Und ich rede nicht von der anderen Liebe, nur sondern die gesunde Liebe. Mein Bruder. Oder der redet so Blödsinn, oder? Wir haben nur Ansagen. Yeah, yeah. Welche Spiele? Gucken wir gleich, Bro. Ich war wie 30 Kinder von der Energie her. Und der hört sich einfach an wie Kurdo, finde ich. Deswegen haben die beschlossen, mich. Pringles, Sour Cream Onion. Mich mitzunehmen, das ist meine erste Klasse war. Die 6B bestand nur aus. Ich freue mich. Ich wurde da, guck mal, ich bin dafür gemacht. Klassenfahrt. Was machen? Sachen machen. Was machen Sachen? Einen Tag Arbeit und dann Feierabend. Wer kennt die Frau? Was machen? Lieben. Ja, offiziell heiraten. Hier mit Sari. Hallo. Auf jeden Fall auf Chili auf Vanille. Ein Mann, Ami, Habibi. Die einzige Frau hier. Und die ist gekommen. Deswegen an die Frauen. Schämt euch nicht. Schämt euch nicht. Stimmt, sie ist die einzige da, ne? Seid crazy. Nur Liebe. Ey, Danny, was geht ab? Danny war auch gut. Der hatte eine schöne Gesangsstimme. Nervös? Alles klar. Stark, hat auf jeden Fall gespannt. Wirklich. Stark. Scapecci, was geht? Scapcha. Aufix, wie geht's? Was machst du? Wir sind glücklich und zufrieden. Stark. Wir sind hier gerade bei Icon auf der Hinfahrt und da hinten sind die Verbrecher sowie Sinbad. Ey, wow, was geht ab? Saki, was geht? Was geht, was geht? Alles gut? Ja, Bruder, bei euch. Wie ist die Stimmung? Gut, Stimmung ist geil. Ein bisschen ruhig, wir mussten gerade leise sein, aber. Saki war auch gut. Wie läuft's? Oh! Bin in Banks mit Traps und keine Ahnung, er sagt immer so diese Wörter. Und wie ist es? Sind alle heiß, alle hungrig und kaputt. Hast du schon auf Rap-Larue reagiert? Noch nicht. Was machen Sachen? Wir fahren hier durch Bus. BZ sagt schon seit 23 Minuten, dass wir die ganze Zeit ankommen, aber das dauert ein bisschen. Ich wünsche allen euch das Beste, dass eure Nacken niemals blut sind, beide Haare immer rasiert sind. Kameramann fällt fast runter, aber ist egal. Ich habe schon mal die ein oder andere Person vom Hocker gehauen. Ich bin das gewohnt. In dem Sinne, Uri wo Uri, Tata Kaida. Ui Gott. Herr Kaui. Adressada ist nicht alles easy. Zwischen Hochverrat und Minzibis hatten weder Prada noch Amiri. Wollten Rolex suchen und paar Yeezys. Ja, Digga, reicht das. In diesem Bus sitzen so, ich würde sagen, eine Handvoll Leute, die sich einen Deal schnappen werden. Vertraut mir. Skandal! Was ist das denn? Ein Fuß, Alter! Ach, haben wir Spaß, nicht wahr? Wie du nix! Wenn ich rot, ich sage. Ey, der ganze Boot riecht auf einmal nach Arsch. Ich will wissen, wer das war. Ich wäre da so, ich wäre da auch genau wie Shabab, einfach nur so, ich, Digga, ich bin da. Nenn mir drei Stärken und drei Schwächen. Ich bin 100% gerade. Boah, das finde ich gut. Guck mal, die applaudieren schon. Nach dem Video checken wir Rap-Larue ab. Komm, zwei Stärken nur noch. Zwei Stärken. Ey, Jungs. Man versteht einfach nichts, aber perfekt. Das waren drei Stärken, Leute. Drei Stärken. Er ist ah, das ist der, ich habe seinen Namen vergessen, so, der so wie Farid Bang war. Und steht zu seinen Brüdern gerade und hat gerade einen Penis. Jo, ja. Jo, ja. Lass mich mal da sitzen. Guck mal, wie ich klopfe. Guck mal jetzt, wie ich klopfe, Bruder. Skandal. Natürlich. Das ist der Cousin von Farid.
Aber ist es wirklich sein Cousin oder sagen wir so, er ist der Cousin, weil er so wie Farid, so Farid ähnlich ist? Kirish, was geht ab? Schön, dass du da bist. Walid, der macht sich einfach Sorgen wegen Essen. Ja, Walla. Bro, ich mag kein Fisch, Walla. Guck mal. Hast du keine anderen Sorgen? Nein, Walla, nein. Ich esse drei Sachen nicht. Fisch, Champignons und Paprika. Oh. Boah, Bruder, ich fühl dich. Ich fühl dich. Ich esse aber Thunfisch. Ich esse Thunfisch. Ich esse keinen Fisch, Champignons und Auberginen. Punkt. Boah, wie ich diesen Call gerade von ihm gefühlt habe. Oh. Walla. Oh. Habt ihr sowas da? Ich krieg Kollaps. Ich werd behindert. Ey, ich hab grad kurz Gänsehaut bekommen, weißt du? Gänsehaut. Kennst du dein Essen da Fisch, Bruder? Fisch? Ja. Ich mag Brot, ich bin Nutella. Ich mag auch keine Nutella, Bruder. Ich was willst du essen? Was sollen wir dir, was hättest du gerne? Oder guck mal, dein Bauch an. Akuvaldo, Bruder. Nehmen wir diese Sushi. Walla, noch nie gehört. Akuvaldo. Ein Brot mit Avocado drauf, so Aufstrich, Tomatenscheiben und dann so Salz. Ja. Ich hab irgendwas. Walla, wir gehen zu Nusret, denkt er. Walla, ich bin sauber, Walla. Was ist mit Fisch? Bruder, wir essen da Fisch. Also sind Frauen da? Nein, nicht so Fisch. Weißt du, Bruder? Walla, wie dein Bus. Skandal. Ich hab gemacht so ein Video drin, Bruder. Kommt das nicht krass? Walla, wer hat das gemacht? Ich glaube, mit ihm. Ey, ich glaube, mit ihm werden die Vlogs anders krass. Also so auf vom Unterhaltungsfaktor. Ich weiß nicht, wer hat das gemacht. Und dann auf den. Guck mal, du machst sogar den. Guck mal. So, Bruder. So. Machst du auf den, Bruder. Und dann so. Was geht ab, Digga? Kommt das nicht raus? Geil, mach Video. Bruder, eine Bremse und er ist beim Busfahrer. Mach Video. Mach Video, Bruder. Mach Video, Bruder. Mach Video. Lauf weiter einfach. Was geht? Guck mal. Scheiß mal auf das, dass ich kein Paprika und Champignons esse. Wer hat die Pyramiden gebaut? Pyramiden. Boah, wie ich diesen Talk fühle. Ich erkläre euch heute, wie die Pyramiden gebaut worden sind. Die Menschen, die religiös sind, ich gehe davon aus, dass Djinns die... Nee, Bro, check mal noch ab. Hab ich noch nicht. Pyramiden gebaut haben. Und der andere Punkt, der eventuell sein kann, Albert Einstein hat damals gesagt, der dritte Weltkrieg wird mit den krassesten Waffen passieren. Der vierte Weltkrieg mit Stock und Stein. Oh, kann ja. Man eventuell sagen, die Menschen, die früher existiert haben, waren ein bisschen intelligenter. Aber man sagt ja auch, dass der erste Mensch... JZ. Wie er versucht, ihm so richtig zuzuhören und er nur Scheiße labert. Groß war, also Adam Eisseller. Es kann auch sein, dass Adam sehr groß war. Oder ich hab meinen Pimmel auf diese Pyramide gehauen, die war quadratförmig. Und genau da ist die dann einfach so... Ey, wow, was geht ab? ...so einen Kreis gegangen. Wer ist das, Bruder? Adnan. Aus welchem Land kommt das? Nein. Maschallah, Bruder. Der ist älter, ne? Er soll mal Platz machen, der Spaß geht's dir nicht. Aber Bruder, warum macht er das, Bruder? Hier ist Baro. Von Baro erwarte ich, Junge. Von Baro erwarte ich. Warum macht er das, Bruder? Was will er mir damit sagen? Weiß ich doch nicht. Ey, jetzt hast du die Gelegenheit. Was denn, Bruder? Jetzt hast du die Gelegenheit einmal. Ja, ne? Osan, Alter. Wie alt ist er? Aber spielt das eine Rolle für dich? Bei Männern schon. Schick dein Universum. Shabab. Spaß. Unkorrekt, Bruder. Wir sind jetzt seit 3 Tagen in diesem Bus. Seit 3 Tagen bis seit 3 Tagen Kelmo. Wir sind in diesem Bus. Hier gibt es keine Toilette. Guck mal, was passiert mit uns. Seid ihr hier? Oh mein Gott, ehrenlos. Was hast du dem Bruder gesagt? Oh! Was hast du? Warum hast du die Tür abgeschlossen? Was hast du gemacht? Ich hab nochmal gepisst, Alter. Aber wollen wir jetzt gerade nichts machen? Nein, Mann, ey, das hab ich nicht gemacht. Ich wollte jetzt mal. Was geht ab? Walla, was liegt dir auf deinem Herzen? Ich hab direkt gesehen, du hast Trauer in deinen Augen. Ich sehe deine glasigen Augen, Bruder, und ich weiß, du nimmst... Walla? Nicht mal er hat Ahnung, dass er traurig ist. Du hast keine Drogen zu dir. Du sitzt neben mir. Hast du Wasser? Das neben mir. So, jetzt wie ich lächle, Bruder. Ganz anders, Walla. Ey, nur, dass ich diese Blicke mache, ich will... Von Eska? Ein Kalex mehr. Gage, Bruder, das ist ein Hack. Ein junger Mann hinter dir betrachtet gerade deine Videokünste. Ey, ich hab mein Handy gewaschen. Was geht ab? Walla, deine Hände zittern nicht und so, ist mir aufgefallen, oder? Lass mal kurz gucken. Da war keine Seife, ich hab die nicht gesehen. Ja, Walla, so, das ist jetzt der Bus natürlich, aber so, deine Hände sind gut. Walla, warum bist du nicht Zahnarzt geworden? So, Bruder, Masha Allah, Bruder. Darf ich aber halten?
Wow. Wow. Bayer ist auch in der Bewegung. Düsseldorf. Stark. Ich glaube, das wird richtig lustig werden. Ich glaube, das wird echt lustig, weil Künstler haben Bock. Skandal übernimmt hier komplett alles. Bruder, warum bist du keine Champion? Aber aus welchem Grund? Man hat immer einen Grund. Ich mag nicht, ist glitschig, ich will nicht. Ist glitschig. Ist glitschig. Das meine ich doch, diese ganze Skandal. Boah, wie ich ihn fühle. Das schmeckt nicht. Ich hab keine Ahnung, aber du bist nämlich. Was? Walla. Walla, Bruder. Okay, weißt du, was komisch ist bei mir? Ich esse Champignonsauce, aber kein Champignon. Dann, Walla, dann. JZ denkt sich. Wo ist er gelandet? Nein, verarschst du dich selber. Nein, der ist da nur wegen der Glitschigkeit. Jetzt halt gerade so, Jump in T-Max, will einfach nur den Deal, ich will hier raus. Also wenn ich, egal was, hart auf was ist Kaka. Wenn ich kein Essen habe, brauch ich kein Essen. Okay, so meinst du das immer. Lass das einfach genau so. Er hat gesagt, so, lass dieses Thema zu. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es alles, Bruder, was du rausbekommst. Kennst du die Leute sagen, ohne Bruder? Also, du willst mir sagen, Bruder, du willst mir sagen, aber nein, Walla, Spaß, Bruder, du willst mir sagen, es gibt nichts, was dir nicht gefällt, Bruder. Walla, ich esse. Willst du auch diese Bruder? Nein, nein, aber Summa, der sagt ja nicht, ich mag alles. Der sagt nur, ich esse alles. Ey, ist du Knorbel? Das ist ja das Schlimme an der ganzen Knorpel? So ein Döner kennst du nicht, wenn du dieses Fleisch isst, manchmal diese... Ich hab, was habe ich von diesem Vlog heute mitgenommen? So, die Pyramiden, wie sind die gebaut worden? Und Albert Einstein hat gesagt, dass der vierte Weltkrieg mit Stock und Stein sein wird. Und Fonesca isst alles. Fazit, kurzer Fazit. Kurzes Fazit. Ich esse auch. Also, natürlich nicht, aber wenn das drin ist, Bruder, ich esse das. Zunge? Ich esse hier. Ich esse. Alter, Bruder, das, warum bist du nicht bei Deutschland? Also, wie heißt diese Dschungelcamp? Dschungelcamp. Ich bin jetzt da. Komm ich hier rein. Du gehst mit dem Dönerladen jetzt aus Versehen. Skandal ist Obi von Icon 5. Der hat auch im Bus übernommen und ist mit Kamera zur Sauna gegangen und so. Ja, ich habe überlegt, auch gerade, wen Skandal so ähnelt von Icon 4. Aber irgendwie keinem. Weil Skandal ist mies dominant schon von Sekunde 1 auf. Aus. Zwiebel reingetan. Mein Bruder, der isst das nicht. Nur wegen Zwiebel isst du das nicht, nur weil er kein Zwiebel macht. Aber Bruder, du bezahlst doch kein Zwiebel, Bruder. Du sagst, du willst das Knorpel essen. Ich küsse dein Herz. Komm, Bruder. Das ist aber trotzdem noch, der will Scheiße essen. Ich hab einen Kollegen, ne, Baro, der isst, Bruder, wenn du den eine Banane vor den rausholst, ne? Wallet, ey, Bruder, der weiß, wie der uns beleidigt hat. Du holst eine Banane raus, der kriegt Kotzanfall. Der sagt so, verpiss dich. Wallah, der kriegt Kotzanfall, Bruder. Was los? Wo willst du? Wenn er diese Kotz reinzieht. Am meisten ey, das kann nicht sein. Akaui, ich küsse dein Herz. Digga, er muss so machen, weil er Kotzreize macht. Ich fühl das auch. Krass. Ich fühl den Bruder. Was passiert denn? Ich kann das nicht. Wallah, gut, Bruder. Wallah. Ja, Bruder, wenn du kotzt, dann mach lieber dein T-Shirt. Wallah, kotzt nicht ins T-Shirt. Ja, oder, Bruder, Wallah, was hab ich denn jetzt damit gemacht? Du hast angefangen. Wallah. So wegen diesem Burger hier. Ja. Wallah, ihr seid Schwänze. Bruder, Scheiße, Bruder. Trink mal, Alter, ja? Danke, Bruder, bester Mann, Wallah. Du kriegst alles. Oh mein Gott. Ich brauch alles, das war dein Handy. Wallah, Bruder, ich spür so eine Hand unter meinem Arm. Dann, der zeigt mir dein Handy, der so sorry. Wallah, Bruder, kann sein, du isst sogar Menschen, Bruder. Geiler erster Vlog. Nee, ist ja dritter, aber geiler Vlog. Digga, wie ich Skandal und Akaui in diesem Video gefeiert hab. Geil. Okay, ist natürlich verlinkt für das YouTube-Video, checkt es gerne ab. Wir sind jetzt immer noch live auf Twitch, ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Passt auf euch auf, kommt vorbei auf Twitch, haut rein und ciao.